von dem Stuttgarter Haus- und Grundbesitzerverein und von der Projektgesellschaft Stuttgart GmbH hier zur heutigen Pressekonferenz mit dem Thema: Wir wollen Ihnen vorstellen, einen Mustervertrag vorstellen für die Unterfahrung der Grundstücke, die im Rahmen des Baubahnprojekts in Anspruch genommen werden. Hierfür haben wir den Geschäftsführer Peter Sturm von der Projektgesellschaft sowie den Herrn Dr. Lang von dem Stuttgarter Haus- und Grundbesitzerverein sowie den Geschäftsführer, den Herrn Becker. Wir haben Ihnen schon ausgeteilt die Presseinformation sowie den Artikel vorab von der Mitgliederzeitschrift von Haus und Grund, der, Herr Becker, wenn ich es richtig weiß, morgen erscheint. Insofern würde ich die Pressekonferenz jetzt beginnen, Herr Sturm. Ja, morgen von meiner Seite. Thema der Pressekonferenz ist, Sie darüber zu informieren, dass wir eine Einigung erzielt haben mit Haus und Grund über unseren Muster-Gestattungsvertrag. Das ist für uns von hohem Interesse. Wir wollen, dass wir auf einer sehr breiten Unterstützungsbasis unser Projekt abwickeln und haben dann hohes Interesse daran, dass der Vertrag, den wir den Eigentümern anbieten, auf einer breiten Basis steht. Wir hatten schon seit Jahren guten Kontakt mit Haus und Grund, haben uns auch über Entgeltungshöhen schon im Vorfeld ausgetauscht und haben jetzt über die letzten Monate hinweg Haus und Grund unseren Bestattungsvertrag vorgestellt. Wir hatten sehr gute Gespräche, sehr sachlichen Austausch. Wir haben auch als Deutsche Bahn verschiedenste Anregungen von Haus und Grund aufgenommen. Wir werden da später auch darauf eingehen und sind sehr erfreut, dass wir hier den Konsens erzielen können. Hilft uns als Projekt auch, wenn ein Verein wie Haus und Grund seinen Mitgliedern empfiehlt, unsere Bestattungsverträge abzuschließen. Wir verhandeln oder sind in Gesprächen natürlich auch noch mit anderen Stakeholdern. Sie wissen, dass wir mit den Netzwerken 21 seit einem Jahr im Gespräch sind und wir sind auch mit der Landeshauptstadt Stuttgart im Gespräch über den Musterbestattungsvertrag und sind auch da schon sehr weit. Warum brauchen wir den Gestattungsverträge? Wir bauen hier in Stuttgart zahlreiche Tunnel. Die Tunnel führen unter Grundstücken von privaten Eigentümern durch. Und da brauchen wir also eine Bestattung, eine Grunddienstbarkeit, nennt sich das juristisch, die auch im Grundbuch eingetragen werden muss, mit der uns gestattet wird, diese Grundstücke zu unterfahren. Insgesamt geht es hier in Stuttgart um mehr als 3000 Grundstücke, die unterfahren werden. Das heißt, wir brauchen auch ca. 3000 Bestattungsverträge. Wir haben mit Stand Ende letzten Jahres über 800 Bestattungsverträge abgeschlossen, sind da also sehr gut unterwegs. Wir würden etwa die Hälfte heute benötigen für die Baumaßnahmen, die anstehen. Die andere Hälfte ist sozusagen schon auf Vorrat im Hinblick auf die Bauvorhaben, also weiterer Tunnelvortrieb, der in den nächsten Monaten ansteht. Aus unserer Sicht kommen wir gut voran und wir erhoffen, dass es noch beschleunigter vorangeht, dadurch, dass beispielsweise heute Haus und Grund sagen wird, dass das ein guter Bestattungsvertrag ist. Was sind denn die Hauptinhalte dieses Bestattungsvertrages? Einmal natürlich, dass wir den Tunnel bauen dürfen, so wie nach Feststellungsbeschluss vorgesehen. Aber der Bestattungsvertrag enthält auch eine Entschädigung, einen Vorschlag einer Entschädigung, die wir den Eigentümern anbieten. Die Entschädigung berechnet sich auf der Basis eines Verfahrens, das Professor Lindow ermittelt hat,
Wir nennen das Stuttgarter Verfahren. Das ist ein Verfahren, das eine Anpassung des Münchner Verfahrens vorsieht. Das Münchner Verfahren ist für den U-Bahn-Bau in den 70er Jahren in München entwickelt worden und ist ein bundesweites, in vielen Städten angewendetes Verfahren. Da wir in Stuttgart aber Grundstücke in anderen Tiefen unterfahren, die das Münchner Verfahren nicht vorsieht, wir aber auch für Grundstücke, die in großen Tiefen unterfahren werden, teilweise sind wir ja 200 Meter unter den Grundstücken, haben wir ein Verfahren entwickelt, was auch eine Entschädigung für diese Eigentümer vorsieht. Die Berechnung orientiert sich einmal am Wert, dann an der Fläche und an der Tiefe der Unterfahrung. Wert des Grundstücks, da orientieren wir uns an dem Bodenrichtwert. Die Stadt Stuttgart lässt selber Bodenrichtwerte ermitteln für die einzelnen Grundstücke. Das ist für uns ein Anhaltspunkt für die Bewertung. Der Bodenrichtwert ist quasi ein Durchschnittswert für einen bestimmten Bereich. Und das ist für uns der Anhaltspunkt für die Bewertung. Von dem gehen wir dann aus, wenn die Grundstückslage ein bisschen günstiger ist, gehen wir mit dem Wert leicht nach oben, wenn es ungünstiger ist, leicht nach unten. Insgesamt gehen wir davon aus, dass wir aber durchschnittlich auf diesen Bodenrichtwert kommen. Das ist also der Wertteil dieses Gutachtens, also Orientierung am Bodenrichtwert. Fläche. Da ist maßgeblich die Fläche, die unterfahren wird. Das ist im Planfeststellungsbeschluss festgelegt. Also das ist die Fläche unterhalb des Tunnels. Dann haben wir noch zusätzlich jeweils einen Schutzstreifen. Und diese unterfahrene Fläche des Grundstücks wird entschädigt. Wenn ein Grundstück in höheren Maße unterfahren wird, machen wir da auch noch einen Zuschlag. Das sieht das Münchner Verfahren nicht vor, bieten wir sozusagen hier als Stuttgarter Verfahren zusätzlich an. Und der dritte Aspekt dieser Entschädigungsberechnung ist die Tiefe. Also es ist wirklich ein Unterschied, ob man 10 Meter unter einem Grundstück durchfährt oder wie beim Fernsehturm 223 Metern. Da wird also letztendlich die Entschädigungshöhe linear berechnet, das heißt, pro Meter tiefer gibt es weniger Entschädigung. Das ist die Basis unserer Entschädigungsberechnung. Das basiert auf den Gutachten von Professor Ingold, wird auch von den Eigentümern sehr gut akzeptiert. Das ist die Basis. Wir sagen auch, wir brauchen so eine klare Grundlage für eine Entscheidung, wie wir die Entschädigung berechnen, denn wir wollen alle Eigentümer gleich behandeln. Für so ein großes Unternehmen wie die Deutsche Bahn ist es nicht möglich, dass man sagt, man verhandelt individuell und der hartnäckigste Verhandler setzt sich durch, sondern wir glauben, wir müssen alle Eigentümer gleich behandeln. Das heißt, wir orientieren uns an diesem gerade dargestellten Gutachten. Wir glauben, das ist ein gerechtes und faires Verfahren. Und das heißt, jemand, der da hartnäckig verhandelt, hat keinen Vorteil, sondern wir sagen, das, was sich aus diesem Gutachten ergibt, ist die Basis der Entschädigung. Die bieten wir den Eigentümern an. Da es aber so ist, dass der eine oder andere sagt, er weiß ja nicht genau, ob diese Entschädigung auch vor Gewichten hält. Man kann so eine Entschädigung, wenn wir da vorgehen, könnte man ein Entschädigungsfeststellungsverfahren machen vor dem Regierungspräsidium. Und letztendlich steht natürlich auch jedem Eigentümer der Klage den Klageweg zu, wenn er glaubt, dass die angebotene Entschädigung nicht vernünftig ist, dann würden irgendwann die Gerichte entscheiden. Und damit kein Eigentümer in die Situation kommt, nicht genau zu wissen, ob er sich letztendlich schlechter stellt, falls ein Gericht mal anders entscheiden sollte, haben wir jetzt mit Haus und Bund besprochen, dass wir letztendlich zwei Modelle anbieten. Ein Modell, wo wir sagen, die von uns ermittelte Entschädigung ist eine Mindestentschädigung, die schreiben wir im Vertrag fest.
und die Eigentümer können über, für den Zeitraum von 5 Jahren ein Entschädigungsfeststellungsverfahren einleiten. Das heißt, da stellt sich kein Eigentümer schlechter und der kann abwarten, ob irgendwann ein Gericht etwas anderes sagt. Wir glauben nicht dran, wir glauben, dass unsere Entschädigungsberechnung vernünftig ist und vor Gericht hält. Das sind schon die ersten Indikationen dafür. Aber damit kein Eigentümer hier in die Bedrohung kommt und sagt, vielleicht vergebe ich irgendeine Chance, bieten wir ein Modell an, einmal Entschädigung als Mindestentschädigung mit der Möglichkeit, innerhalb von 5 Jahren ein Entschädigungsfeststellungsverfahren einzuleiten, oder die sagen, also mir kommt es da nicht drauf an, ich will gleich den endgültigen Vertrag unterschreiben. Das ist das Alternativmodell, was wir anbieten. Das haben wir auch sehr intensiv mit Haus und Grund diskutiert. Wir hatten dieses Modell schon mal vorgestellt gehabt vor einem halben Jahr, also einem dreiviertel Jahr im März 2014 und hatten da ein Modell angeboten, wo wir gesagt haben, Mindestentschädigung 80%. Und Haus und Grund hat uns davon überzeugt, dass wir gleich auf die 100% Entschädigung gehen sollen. Das machen wir jetzt auch, das wenden wir jetzt auch an. Also wir bieten jetzt den Eigentümern 100% Entschädigung an. Also kein Eigentümer stellt sich schlechter, der mit uns diesen Vertrag unterzeichnet. Er behält sich alle Rechte vor. So, das ist das Thema zum Entschädigung, also ein großer Teil des Vertrages. Wir haben auch an verschiedenen Stellen in dem Vertrag gesagt, wofür die Entschädigung ist, die ist ausschließlich für das Recht zur Unterfahrung. Also wenn das Haus beispielsweise nicht mehr im gleichen Maß genutzt werden kann, wenn es dort irgendwelche Einschränkungen gäbe, dann würde man nochmal auch in den Verhandlungen über eine separate Entschädigung sprechen. All diese Punkte sind in dem Vertrag auf Anregung von Haus und Grund ganz deutlich dargestellt. Wir wollen letztendlich mit dieser Regelung Vertrauen schaffen. Kein Bürger soll befürchten, dass er irgendwie schlechter gestellt ist, sondern man soll sich darauf verlassen können, dass wenn er mit uns den Vertrag abschließt, dass man eine vernünftige Regelung hat. Das ist also der eine große Teil dieses Gestattungsvertrages, wo wir auch nochmal eine deutliche Verbesserung für die Eigentümer vornehmen. Der zweite Bereich ist das Thema Haftung für Schäden. Es befürchten ja Eigentümer, dass ein Schaden passieren kann durch den Tunnelbau, also beispielsweise mal ein Riss in der Hauswand oder ähnliches. Wir haben jetzt insgesamt 1500 Tunnelmeter in Stuttgart gegraben. Es gibt bisher noch keinen einzigen Schaden. Wir sind bei etwa 10.000 Metern auf der Neubaustrecke ohne einen Schaden. Aber wir verstehen natürlich trotzdem, dass man sich da Sorgen macht. Und deshalb haben wir auch eine Haftungsregelung im Vertrag, die vorsieht, dass die Deutsche Bahn haftet. Da gab es jetzt auch Diskussion mit verschiedensten Leuten immer wieder die Frage, wer beweist das, wer muss denn was beweisen, eine große Diskussion und was der Vertrag vorsieht, ist, ich nenne es mal eine halbe Beweislastumkehr. Was machen wir? Wir machen den sogenannten Anscheinsbeweis, sowohl für die Verursachung als auch fürs Verschulden. Das heißt, wenn in einem bestimmten Bereich der Tunnel gebaut wird, also wir in dem Bereich sind, wo wir dann den Tunnel bauen und das Grundstück liegt dort in der Nähe und es passiert irgendetwas Kleineres im Haus, dann wird erstmal vermutet, dass das am Tunnelbau liegt. Und wir als Bahn müssen dann hergehen und darlegen, dass die Verursachung woanders herkommt und dass auch ein anderer daran Schuld hat. Das ist unsere Aufgabe, das ist sozusagen der Anscheinsbeweis. Und den kombinieren wir noch damit, dass wir die Beweismittel, die
wir selber zur Verfügung haben, den betroffenen Eigentümern herausgeben. Der Eigentümer muss zu uns nur sagen, bei mir ist jetzt ein Riss da, war der vorherige Beisicherung, wo man feststellt, ob der Riss vorher, bevor wir angefangen haben, auch vorhanden ist. Wenn ein Eigentümer kommt und sagt, ist ein Riss da, hat was mit eurem Tunnelbau zu tun, dann müssen wir jetzt kommen und sagen, da gab es aber eine andere Ursache oder jemand anders ist schuld. Es wird sehr schwer sein für uns, diesen Anscheinsbeweis zu erschüttern. Und zusätzlich geben wir noch heraus, das, was wir selber an Unterlagen haben. Wir haben einmal, machen wir Setzungsprognosen. Ja, es gibt ja minimale Setzungen, gibt es ja immer in jedem Erdwerk. Und wir machen Setzungsprognosen und sagen, wie werden die Setzungen sein. Diese Setzungsprognosen würden wir den Eigentümern herausgeben, dann wenn ein Schaden eingetreten ist. Und wir geben auch die Setzungsmesswerte. Wir messen ja fortlaufend durch unser Ingenieurbüro, messen wir, ob es tatsächlich zu Setzungen kam. Und diese Unterlagen würden wir an die Eigentümer herausgeben. Das heißt, wir geben den Eigentümern auch die Beweismittel, die wir selber zur Verfügung haben. Damit glauben wir, stellen wir die Eigentümer sehr gut. Viel besser geht es aus unserer Sicht auch nicht. Und wir glauben, dass wir damit auch etwas machen, was zur Beruhigung der Eigentümer beitragen kann. Hinzu kommt natürlich auch, dass wir versichert sind. Das hat auch der Versicherungsschutz vorliegt. Jetzt haben wir ja schon 800 Verträge abgeschlossen. Und wir haben nicht in all diesen Verträgen schon diese Regelungen enthalten. Es gab da auch Vorfassungen, also in manchen Verträgen sind die schon enthalten. Wir sagen allen Eigentümern zu, dass wir diese Grundsätze der Haftung, also mit dem Anscheinsbeweis, mit dem Herausgabe der Unterlagen, dass wir die alten Altverträge sozusagen gleich behandeln, wie die, die jetzt den neuen Vertrag abgeschlossen haben. Da soll sich keiner schlechter stellen. Wir würden zwar jetzt nicht die Verträge ändern, aber wir sagen zu, dass wir diese Prinzipien in gleicher Weise anwenden für alle Verträge. So, das ist sozusagen der zweite große Teil des Vertrages. Sie sehen, dass wir uns da auch nochmal ein ganzes Stück bewegt haben und ich bin überzeugt, dass wir den Stuttgartern Grundstückseigentümern einen guten Vertrag anbieten. Das vielleicht jetzt mal von meiner Seite für den Einstieg. Wir können dann später auf verschiedene Punkte im zweiten Teil eingehen.